Ja, dann bleib draußen, keine Ahnung. Soll ich jetzt mal mit der Information anfangen? Wow, what the fuck, Bruder, was ist denn das? Davon distanziere ich mich. Viel Spaß euch, Jungs, ja? Ja, du bist jetzt unsere Geisel, ne? Schau dir was aus mich an. Digga, früher hatte ich nix, ey. Digga, früher hatte ich nix, ey. Digga, früher hatte ich nix, ey. Heute fahr ich durch Beverly Hills, ey. Fahr ich durch Beverly Hills. Diese Bild, Digga, will da nur mich. Diese Bild, Digga, will da nur mich. Digga, kauf mir jetzt goldene Grills. Boah, ey. Man denkt davon zu daten. Boah, Junge! Ich fährt mit dem Fahrrad rein, keine Ahnung. Also holt die Leute ran. Oh. Ja, was ist das da denn? Ja, was ist Dome da? Ey, Bro, oh, ja, steht hier. Nee. Was für ein Bike? Warum kommt da einfach was anderes? Außen war ein Schild, Hunde nicht verboten. Ja, dann bleib draußen, keine Ahnung. Soll ich jetzt mal mit der Information anfangen? Ja, ich bin drin, ich bin ja auch kein Hund, so wie du. Okay, ja, okay, was ey, Dome. 20:45 geht's weiter, ne? Na, geht nicht weiter, ihr habt verloren. Wer sagt das? Wie, wer sagt das? Der Kriegsvater hat gesagt das. Ihr habt gestern zweimal Fursi bekommen. Oder beziehungsweise es stand 1-1 und beim dritten Mal seid ihr nicht angefangen. Also ist der Kriegsvertrag somit. Boah, schau mal, anstatt dass wir jetzt 100 Jahre diskutieren, hol mal direkt Blackwater. Du hast doch den. Ja, hol doch Blackwater. Ich musste nicht holen, ich hab ja nicht verloren. Steht ja 1-1 und 20:45 geht's weiter. Nein, es geht nicht weiter. Doch. Der Kriegsvertrag ist vorbei. Was besagt der Kriegsvertrag? Gestern haben wir doch gesagt, der Kriegsvertrag, beziehungsweise Blackwater hat doch gestern gesagt, alle drei Fights gestern, oder? Dumm. Es muss nicht eskalieren. Es eskaliert doch gar nicht. Okay, dann fangen wir ganz normal an. Wie gesagt, was steht im Kriegsvertrag, wie viele Kämpfe stattfinden müssen? 3. Okay. 3, also für die Leute, die noch kein Englisch sprechen. 3. Wie viele Kämpfe haben gestern stattgefunden? Ehrlich, nicht das, was du jetzt hören möchtest. 2. Sehr gut. 2 Kämpfe sind stattgefunden, ja. Sehr, 2 Kämpfe haben stattgefunden. Dritten Kampf habt ihr euch gedrückt. Einen haben wir gewonnen, den anderen habt ihr gewonnen. Um 22 Uhr oder 23.30 Uhr muss ich dir leider mit... Bruder, warum stehst du so hinter mir, Bro? Um 23.30 Uhr muss ich dir leider mitteilen, dass... dass gewisse Menschen arbeiten müssen, weißt du? Und deswegen wir leider keine Zeit haben. Aber gut. Das ist nicht unser Problem. Wie? Ja, ja, klar, ist auch nicht euer Problem. Ja, ich muss arbeiten gehen, dass ihr hier nicht arbeiten gehen müsst. Ja, aber deine ganze Masse hat jetzt Zeit fürs GW, wa? Wir sehen uns um... 20:45 Uhr. Wenn nicht, Jungs, dann lass einfach das über Blackwater klären. Ich kann auch warten, bis Blackwater eine... Blackwater kommt. Ah, habt ihr schon angerufen? Ich hab deren Nummer nicht, deswegen. Ja, warte, ich ruf die an. Okay, ich wusste, dass du deine Nummer hast. Jungs, bisschen Chili-Milli am Anna. Wer redet, Bruder? Wer redet? Ich. Ah, wer bist du? Yeah. Orhan. Oh, der Orhan, was geht ab, was wird? Also kriegen wir jetzt ein Basewert. Alles was behindert, ne? Oder wie jeder hat. Basewert von wem, Bro? Chill, das. Keine Ahnung, wenn wir. Mafia, hast du Hunger, Durst? Nee, ich esse kein Hundefutter. Danke dir trotzdem. Okay. Aber nicht, dass du gleich wieder Sitz machst. Oh. Hä? Und ihr versucht euch auf Krampf zu dissen, aber na komm, und bekommt es nicht mal hin. Oder er hat probiert. Du schießt doch auch die ganze Zeit unnötig. Ich schieß doch nicht, Bro. Sag nur die Wahrheit. Und Oha. Und wenn du hier bist, du um normal zu reden, ich bin Zivi. Cool. Tyler. Wisst ihr, was ich euch allen empfehlen kann? Proteinriegel. Kein Spaß, Digga. Kein Spaß. Ja. Solltet ihr alle mal probieren, ja? Das macht man eigentlich, wenn man Sport macht. Sport, also das, was ihr eigentlich tun solltet. Ey, kann jemand Alexander aufwecken? Hast du Antwort von Blackwater bekommen? Ja, sind auf dem Weg. What the fuck, Bruder, was ist denn das? Davon distanziere ich mich. Viel Spaß euch, Jungs, ja? Was los? Hört mich, der Pill. Ja? Bro, ich wollte keinen Supporter haben. Will du jetzt keinen Supporter haben? Bruder, der Blackwater? Da gibt's keinen Blackwater. Okay. Okay, ja, warte, komm, dann gehen wir direkt zu Dom. Klären wir das direkt. Bruder, Haley gerne mit Pistole? Der Kleine. Und da ist er wieder. Chill. Also, chillt doch, so Ozean. Chill mal. Okay, Ray. Was denn jetzt das Problem? Lesen wir mal vor, was im Kriegsvertrag steht. Nein, brauchen wir nicht lesen. Best of 3. Heli 1er besetzt, nur zum Spotten. Alle Fights über Grapeseed. First Contact, nach 10 Minuten Becky aussteigen. Wo steht denn, dass alle Kämpfe heute stattfinden müssen? Das wurde doch gestern in der Episode gesagt. Wurde es niedergeschrieben? Das spielt keine Rolle, Blackwater hat das gesagt. Ja, aber wurde es niedergeschrieben? Nein, wurde es nicht, aber das spielt keine Rolle. Und der Kriegsvertrag besagt Best of 3. Wir haben gestern nur zweimal gekämpft.
Nein, guck mal, das Ding ist, das ist egal, ob das da drin steht oder nicht, der Kriegsvertrag ist beendet. Der wurde also gestern bis um 23.59 Uhr nicht, gestern um 23.59 Uhr nicht angetreten, Dings war da, Al-Sangre war da, Kriegsvertrag ist vorbei. Hä, weil Al-Sangre die Kapazitäten besitzt, um diese Uhrzeit noch da zu sein und wir nicht? Ihr habt GW gemacht mit 20 Mann oder so. Wir? Oh, ja, ja, ja. Wann ist denn GW? Und wann wäre der nächste Fight gewesen? 23 Uhr und 23.10 Uhr wäre der nächste Fight gewesen. Nee, wäre der nicht. Weil ich bin um 22.45 Uhr schlafen gegangen. Und okay. Da waren die Leute noch nicht hochgeholt und nicht abgezogen. Da muss schon ehrlich sein, Jungs. Wir sind hier OC. Ihr habt ja auch Bock, einmal noch von unserer Fresse zu bekommen. Okay. Oh. Schau mal, das Ding ist, wie gesagt, also der Kriegsvertrag ist vorbei. Aber es gibt keine Grundlage, gestern, warum der Kriegsvertrag vorbei sein sollte. Hey, doch, dann ist dann der Quarter gesagt, diese alle drei Kriege finden an diesem Tag statt und derjenige, der da gerade seinen Teller isst, Bruder, der kann bitte einmal muten. Ich verstehe nicht ganz. Ich habe extra Chico nach diesem Thema gefragt und er hat ganz klar gesagt, das, was Blackwater EC sagt, gilt 100%. 100%, ja, von aber daher, das steht nirgendwo im Kriegsvertrag. Das spielt keine Rolle. Wenn Blackwater sagt, alle Kriege finden an dem Tag statt, ist das wie, als wenn Al-Safi das sagt. Okay, wenn Blackwater sagt, so meine Miete, so zahlen die dann auch meine Miete so? Also so OC? Richtig. Alter. Hättest du mir doch vielleicht eine Abmeldung für die Arbeit. Das ist EC und OC, weißt du? Crazy. Genau, Blackwater das heißt, also auch, ganz ehrlich, hat gestern Abmeldung bekommen. Für Schule und alles bekommen. Was? Ja, hä? Weil die müssen doch auch in die Schule. Willst du mir sagen, ganz Al-Sangre war gestern bis 0 Uhr hier wach und hat nichts zu tun? Ja, waren die waren bis 0 Uhr drin. Boah, das ist crazy, ja. Oder war schon ein bisschen nervös. Ich hab auf euch gewartet, Junge. Boah, ihr Armen, Bruder. Ihr Armen. Ja, perfekt. Dann lass uns einfach um 20.45 Uhr den letzten Fight machen und dann weiter geht's. Ist der doch. Ich glaube, der sitzt auf dem Schlauch. Ihr, schau mal, ihr habt doch nichts zu tun. Lass uns doch einfach den letzten Fight machen, ohne Abtier, ohne gar nichts. Was habt ihr denn zu tun? Oder die nächste Folge steht an, oder weißt du? Warte, das mit euch nach 7 Tagen irgendwann reicht. Warte, das mit euch. Ich habe noch nie, wir sind die OC, ich habe noch nie so einen schlechten Konflikt gehabt. So einen toxischen Konflikt. So einen ekelhaften Konflikt wie mit euch. Das war widerlich, Bruder. Ich will diesen Konflikt fertig machen, fertig. Recht, das ist vorbei. Gestern, ihr seid nicht angetreten, im letzten Kampf, fertig, vorbei. Es ist halt schwer, weil uns das nicht so kommuniziert wurde, weißt du? Ich hab den Kriegsvertrag es wurde deinem Elfer gesagt, bitte. Von uns gesagt. Gesagt, mehr aber ich hab den Kriegsvertrag vor mir stehen. Da steht Best of Three und dann wir nur zwei kämpfen. Bruder, guck mal, nach dem zweiten Fight war ich nicht mal selber da. Nicht mal Feind hat mich gezwungen, wach zu bleiben, wegen einem Kriegsvertrag, Bruder. Das ist geisteskrank. Bruder, guck mal, dann geht diesen Kriegsvertrag nicht so ein. Das macht es competitive, Jungs. Das macht es competitive. Bruder, guck mal, frag mich jetzt nicht ab. Guck mal, das Ding ist, ich habe ganz klar gesagt, alle drei Fights finden heute statt, aber haben beide gesagt, ja. Das ist fast. Soweit es möglich ist, woher sollen wir wissen, dass 1:50 so Minuten? Soweit es möglich ist, nein. Vor 0 Uhr halt. Also für deine Masse war es nur ja gewählt zu machen, ne? Also um 23 Uhr. Bis wie viel Uhr geht das gewählt? 20. Ja, und bis wie viel Uhr? Oder war dann der nächste Kampf gewesen? Maximal 10 Minuten, aber Bruder, das Ding ist doch, das ist doch gar nicht. Guck mal, der Fakt ist doch. Oder dass die Leute mit 20 Mann GW machen und danach aber sagen, ja, wir können keinen Fight machen, das ist halt Quatsch. Aber Bruder, wann ist denn der Fight gewesen? 23.30 Uhr hätte der Fight anfangen müssen. Bis wann wäre der Fight gegangen? Bis irgendwo 0 Uhr? Nein, hätte es er tut nicht. Mir hätte leid, es tut mir leid, dass unser Durchschnitt... Ja? 59 hätte er stattfinden, also er hätte anfangen müssen, um 23.59 Uhr spätestens. Nein, wir müssen ja 30 Minuten equipped sein. Ich bin um 22.45 Uhr schlafen gegangen, die Leute wurden wahrscheinlich circa zwischen 23 Uhr gehen gelassen. 30 Minuten Equip-Zeit, 23.30 Uhr fängt der Kampf an, also ist man über Grapeseed, dann 40-50 Minuten willst du, dass die Leute bis 0.30 Uhr da wach bleiben. Ich bitte dich, wir sind hier eine Bildungseinrichtung, es gibt manche Leute, die sind wieder in der Schule. Also ich finde, alleine als Zeichen, dass man die Schule respektiert und versteht, wie essentiell wichtig die für unsere Jugend ist. Also wie gesagt, wenn Al-Sangre der Meinung ist, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne noch einen Spaßfight machen. Aber da steht, nein, null Leute waren beim GW. Wir waren gar nicht beim GW. Aber es wird nicht so sein. Ich war mit Meli über euch. Aber das Ding ist, guck mal, es ist scheißegal, ob GW ist oder nicht. Hast du gelogen? Wie gesagt, es ist so, es wird keine Dings geben. Es wird kein, der Kriegsvertrag ist vorbei. Al-Sangre hat den offiziell gewonnen und das Ding ist, ich habe das gestern geschrieben, nachdem du offline gewesen bist, habe ich dir gesagt, guck mal, ich habe euch gesagt, dieser Fight findet statt und wenn er nicht stattfindet, der Punkt an Al-Sangre. Okay, warte, du hast es geschrieben, ja. Aber wenn ich schlafen muss, muss ich schlafen. Denkst du, ich habe gesagt, ich habe keinen Bock, noch einen Fight zu machen? Ja, aber Bruder, ihr wart beide damit einverstanden, dass alle drei Fights gestern stattfinden? Ich war mit dem Kriegsvertrag einverstanden, Bruder. Ja, wie
Also ja, unsere so Leute sagen gerade, wir waren 6 Leute und ich habe auch, ich erinnere mich auch an eine Nachricht im Discord, wo einer gesagt hat, machen wir Gewinn und ich habe gesagt, geht nicht, wir sind zu wenig. Ja, aber es spielt doch keine Rolle, ihr könnt auch 26 Leute gewesen sein, das interessiert mich nicht. Also das heißt ich quasi... Ich habe das gestern mehrfach gesagt und auch Jimmy war dabei, wir haben mehrfach gesagt, dieser Kriegsvertrag endet heute und das haben, da wart ihr beide mit einverstanden. Wäre jetzt Young & Reckless da gewesen und Elsange wäre nicht angefahren, wäre genau dasselbe Thema gewesen. Dann hätte ich gesagt, also, Young & Reckless hat gewonnen. Ich plädiere auf jeden Fall auf Verfahrenszähler. Und das nicht von meiner Seite, nicht von Elsangres Seite, sondern von der Seite der... Nein, Verfahrensfehler. Na, natürlich. Du gerne, ja, schreib Chico. Hä, warum Chico? Was hat Chico denn damit zu tun? Weil er das letztendlich abgesegnet hat, dass der Kriegsvertrag erledigt ist. Also, wir reden von einem Kriegsvertrag. Ja, das Dokument ist vor mir. Das ist kein mündlicher Vertrag, sondern das Dokument ist vor mir. Blackwater hat mit es dir gesagt, Datum das spielt keine Rolle, was da ist. Gesagt. Heißt. Und was, wenn ich davon aus... Es ist doch, hä? Also, ich krieg doch eure Herzen. Du bist doch ein Mann, der Worte... Nein, es gibt keine... Solche Filme fangen hier gar nicht an. Ja, es gibt keinen neuen Kriegsvertrag, Ja, ganz kurz, es wird keinen neuen Kriegsvertrag geben. Es wird auch keine neuen Konflikte geben zwischen euch. Ich werde ab jetzt administrativ alle Konflikte unterbinden, die zwischen Elsangre und Young & Reckless stattfinden. Endlich. Was mit Waffenroute? Das ist mir scheißegal. Oder Maria, was redest du denn eigentlich jetzt? Ich sag dir ganz ehrlich, Dommel. Ja. Und das sage ich dir auch wirklich jetzt. Hey, ich bin noch böse gemeint. Online, ne? Also man hört uns. Da sind einige Sachen vorgefallen, die mir auch nicht gepasst haben. Auch von eurer Seite aus. Und auch das Verhalten von Elsangre war teilweise katastrophal. Und auch von dir, Dommel. Und von daher bin ich da wirklich froh, wenn dieser Konflikt zwischen euch beiden vorbei ist. Anwesen von Elsangre, Bruder, weil ich sehe das nicht von Nord. Ja, bin ich auch, ne? Ist ja seit gestern vorbei. Alles gut, Bruder, alles gut. Naja, das Dokument steht, ist vor mir und so. Wir sind fertig, wie gesagt, administrativ ist das Ding durch. Von daher gibt es keinen neuen RP-Strang zwischen Young & Reckless, wird auch keine weiteren Kriegsvertrag. Doch, wenn es ein RP-Strang entsteht durch RP, dann ist es nun mal so, aber nein, es wird gebaitet auf jeden Fall nicht. Ja, das ist ja tot. Ich bitte dich, ja. Dann kannst du mich ja fix entschuldigen. Ich werde auf jeden Fall dagegen vorgehen, gegen diese Entscheidung. Und solange das ein laufendes Verfahren ist, quasi ist auch die Entschuldigung hinfällig. Ich werde mich darum kümmern, eine weitere Instanz aufzurufen, nämlich den Chico. Ja. Und sobald Chico mir dann die Antwort gegeben hat, beziehungsweise ich meinen Prozess bekommen habe, werde ich dann meine Strafe vollführen. Aber noch sehe ich das nicht als verloren. Wir können doch Dings machen. Wir können doch, so früher, kennst du das noch von wer war das? War das Kadun? Ah, ja, der immer Izzy das Gericht gemacht hat? Ja. Dieses, Können wir gerne machen. War das Kadun oder wer war das? Kanun mit Charlie und so. Kanun mit Charlie, ja. Können wir 12 1 gegen 1 machen? Dann 12 nicht legen, Bruder. Ich will den nicht legen. Boah. Nein, hör mal zu, hör mal zu. Boah, komm, 1 gegen 1 vor Gericht, Runde wiederholt wird. Witzig. Also ja, wenn der Chico kein Problem hat, ich würde auf jeden Fall eine weitere Instanz, weil für mich ist das schwarz auf weiß, dass hier ein Verfahrensfehler von der Seite von Blackwater ganz klar dasteht und wenn wir dagegen nicht vorgehen, lassen wir zu, dass die Leute durch Lücken und irgendwelchen Kontakten sich da Vorteile verschaffen und das wollen wir natürlich nicht. Ja. Okay, ja. Crazy, das ist crazy. Keine mega Scheiße. Jungs, ich sag nur, was hier vor mir steht, crazy. Tut mir leid, ey. Das ist crazy, Bro, Kontakte ist crazy. Also, ich sag nur, was mir vor mir steht, Jungs. Das sind die Sachen, die mir geliefert wurden und zu meiner Verteidigung muss ich einfach sagen, dass ich diese Entscheidung nicht verstehen kann und versuche die gerade irgendwie zu rechtfertigen. Okay, dann wende dich an Chico. Okay, perfekt. Nächste. Dann wenden wir uns an Chico. Entweder machen wir das dann IC oder Chico schreit dich an und sagt, das ist vorbei. Ja, wenn es dann vorbei ist, dann haben wir wahrscheinlich ja, wie du gesagt hast, RP-Sperre. Wenn Chico schreit, dann ist wirklich alles vorbei. Nein. Wenn der schreit, musst du einfach lachen und immer so, hey, wir sind doch Brüder und so. Dann funktioniert alles. Okay, Jungs, dann haben wir ja eine RP-Sperre. Das heißt, ich kann mich so oder so erstmal nicht... Konfliktsperre. Ja, okay, Jungs, ja, dann ziehe ich erstmal ab. Ich schreibe dann Chico und dann... Wir brauchen die Entschuldigung. Ich werde ja erstmal Chico schreiben. Jungs, die Entschuldigung bekommt ihr noch. Bekommt ihr noch. Die Entschuldigung kommt schon. Bekommt ihr noch, Jungs. Bekommt ihr noch. Bekommt ihr noch. Niemals. Ey, bleib mal stehen. Ja, was ist los? Jo, Homie, was geht? Ja, was geht ab? Bruder, du bist jetzt unsere Geisel, ne? Nein, ich mag das nicht! Ja, passiert. Nix machen. Ey, Homie, nein, Planende, lass ihn raus. Planende, ich hab einen Plan. Oh. Lass ihn raus. Nein. Homie, geh ruhig. Lass ihn raus. Sorry, er ist schon raus. Okay, ich werde euch jagen.
Weil ihr mich als Geisel nehmen wolltet. Nein, Homie, doch, Homie, doch, versprochen. Homie, versprochen. Homie. Wie? Nein. Aue Jacke wollte Homie. Mich als Geisel nehmen. Doch, ich fick euch mal. Wer? Ey, kommt mal, da wollte mich jemand als Geisel nehmen. Blaues T-Shirt und graue Hose. Das ist Turan, die haben eine Forderung offen. Komm. Die sind Playboy-Villa, Playboy-Villa, weißes Auto. Da geil, Bruder. Alle wieder aufstellen hier, ne? Eine schöne Check, am Monaco im Jahr. Steck ein. Ja, Mamma mia. Was geht ab? Was wird bei dir? Naja, mir geht's gut bei dir. Wie viel Geld hast du? Ja, ich hab. Was? Wie viel Geld hast du? Bin ich noch mittig? Nein, wie viel Geld du hast? Wie viel Geld du hast? Ich bin. Meine. Name. Name, oder? Ich kann mich da auch nicht. Ja, mein Name ist Alper. Wie geht's dir, Bruder? Was hast du gemacht? Richtig. Bin echt gerade zu euch gekommen. Lana, schöner Schick, ja. Grün pausiere. Ja, nicht. Den Gegner. Ich bring dich zu, weil die Angriff hat. Bitteschön. Nee, wir haben auch Stellung. Wieso? Hier ist kein Medet, Hier ist ein Patron hier, ist gerade geholt. Alles klar. Ah, okay, komm mal hoch auf Dach. Also hört ihr mich, Jungs? Ja. Erstmal ganz zu Anfang. 27 Mann, ist das peinlich. Eine Beleidigung für das, was wir eigentlich könnten. Die haben Aufstellung. Ganz kurz Korrigierung, Mafia. Zwei Leute kommen jetzt noch. Ja, und jetzt? Wir haben vor 14 Minuten Aufstellung gehabt und wir sind nur 27. Gut, ich will meine erste Route bewirtschaften. Wir müssen wieder ein paar Leute von euch aussortieren, leider. Weil wir brauchen Leute, die Gesamtpaket haben. Ja, Leute, die vor 19 Uhr da sind. Leute, die Bock haben zu knallen. Aber Leute, die auch Gas geben können. Und auch sich nicht zu schade sind, auf der Route das ein oder andere Mal ein Stündchen zu verbringen. Deshalb werde ich mir die Fentanyl-Route holen. Ihr kennt die Route? Ja. Ja. Ich gehe davon aus, dass die... Wer hat die Fentanyl-Route? Reapers. Ah, sehr gut. Reapers. Wow, okay. He's... Das ist jetzt aber Zufall. Das ist jetzt wirklich crazy. Ja, auf jeden Fall werden wir uns von den Reapers MC die Fentanyl-Route holen. Was ich von euch möchte, ist jetzt eine saubere Kolonne. Ihr habt 5 Minuten Zeit, die Kolonne aufzustellen. Zweier besetzt ist ein Auto, dreier besetzt ist over. Wer ist Caller? Ab jetzt gilt schon eure Zeit. Ihr dürft euch aber nicht bewegen, bis wir einen Caller und einen Heli gefunden haben. Es ist nur Heli. Eure Zeit, ne? Jungs, die Zeit läuft. Okay, Heli haben wir. Wer ist Caller? Haben wir Heli? Ja, ich bin Heli. Du meinst doch der Blonde, ne? Mit deinen Haaren in Blond, meintest du doch, oder? Der Call doch, hast du doch gesagt. Wer ist das? Nein, das war nur einmal. Call du. Achso. Wer soll Call? Go on. Ja, call du, go on. Komm, Khalas. Ist du noch ein Go on? Das ist eure Zeit. Nein. Lil Mafia, call du, bro. Nee, ich call nicht. Soll ich call? Ja, call, Bruder. Jamal. Weil wenn da niemand mit Erfahrung, ja, jetzt kein Random, sagst du ja. Ja, nicht. Jamal. Kann der? Ja. Jungs, es ist eure Zeit, wenn ihr in 4 Minuten die Kolonne nicht habt, dann machen wir heute gar nichts, außer auf Jamal. Unterstand. Dann Jamal, heide. Easy, dann Kolonne ausstellen, zweier besetzt. Und dann gleich haben zu mir passen. Soll ich über deren Anwesen gehen, Mafia? Nee, das ist sonst... Ja, obwohl doch, vielleicht schießen okay, die dann sofort. Die? Hey, wo ist jemand, der bei euch was zu sagen hat? Yo, what up, Alter? Ich will mit jemandem reden, der was zu sagen hat. Ja, warte, wir brauchen irgendwen, der selber, was Elva, zu sagen Arnold. Hat hier. Andale. Schäpi Guevara. Tschüss. Sieht deine Wässer aus, ja. Jungs, vertraut euch mal auf dem Anwesen, kann sein, dass es hier eskaliert. Nein, wer sagt eskalieren das? Gut, das ist Jungs. Ey, Bruder, der sagt irgendwas mit eskalieren, Alter. Er sagt, es eskaliert. Ja, Bruder. Bruder, was soll der eskalieren, Mann? Einsteigen hin. Hast du was zu sagen? Ja. Wo bist du? Adrian.
Welchen Rang hast du? 10er, Bruder. 11er und 12er sind gerade nicht da. Und 12er? Auch nicht da, die kommen erst jetzt. Okay, easy. Wo sind die 200 Munition? Wie 200 Munition? Wir haben 200 Munition bei euch bezahlt, gekauft und wir haben die immer noch nicht geliefert bekommen. Abdul! Er soll sofort herkommen. Ey, beruhigt euch. Abdul! Er soll sofort herkommen! Er soll herkommen. Ja, ja, Bruder, ich sag schon. Chill. Abdul, komm mal runter. Abdul! Abdul, komm mal runter. Ja, wo ist er? Hm? Warte, ist er Österreicher oder Schweizer? Ist er Österreicher oder Schweizer? Oh, Abdul, kommst du vor. Ich hab 200 Munition bezahlt und du hast sie nicht gegeben oder so. Die haben 200 Munition bezahlt und nicht geliefert bekommen. Ja, aber dann reckless. Ich hab's deinem Server geschickt, das Geld. Und er hat gesagt, mir wird das geliefert. Seit 2 Tagen warte ich. Wir haben keine Munition mehr im Lager. Hallo, ey, meine Zeit ist wertvoll, hallo! Ja, alles gut, Bruder, chill, der kommt. Bring mir meine Munition und dann ist das Ding durch! Alles gut, bring mein Auto, wo wir das lagern können. Hallo! Bring mir das Auto, wo du das lagern kannst. Ah, okay, easy. Ich hol jetzt 4 Männer von mir, wenn du schießen solltest, bring ich euch um. Bruder, chill, beruhig dich, wir schießen nicht. Ey, Jungs, ich brauch hier 5 Leute bei mir, die Munition lagern können. Ich komme. Komm, 5 Leute. Okay, sie hast du. Halt lagern, einfach in. Tschüss, also du sollst einfach kommen, wir geben den von Lager dann. Okay. Wenn sie dann kommen. Ich dachte wirklich, dass ihr uns abziehen wolltet. Ey, was ja, macht. Was machst du, Bruder? Ja, warte mal kurz, wir reden. Warte, hallo. Bruder, warte mal, bis ich weg bin, was ist los mit dir? Warum habt ihr keinen Respekt hier? Chill, wir arbeiten auf eurer Route, versuchen mit euch zusammenzuarbeiten. Ihr macht hier diese Maschkals mit uns, was ist los mit euch? Alles gut, Mafia, chill, wir geben dir die Runde, alles gut. Easy, das sind schon 2. Die anderen kommen jetzt. Hey! Ey, komm, mach noch Dingens hier, 2 Leute. Ich bin noch da, Bruder, ich bin da. Ich bin perfekt, 3 sind mal, 4. Alles gut, wir gehen. Okay, perfekt, let's go. Was soll ich machen? Geht mit dem mit. Er gibt euch Munition. Free Munition, Digga. Seid ehrlich, war krass gebaitet. Also, ich weiß so oder so, dass sie nicht geschossen hätten. Aber ich hab krass gedreht, Bruder. Ich hab nie bei dem Munition bezahlt oder bestellt. Ey, yo, was geht ab, Mann? Hallo? Babbel mich mal nicht voll, Digga. Frage, Mafia. Warum bist du so frech? Hallo. Warum bist du mal so frech? Hallo? Ey, bleib auf stehen, Digga. Warum bist du so frech? Achso, ich soll dich nicht voll babbeln. Was ist los? Hallo? So frech? Hallo, was ist los? Boah, Jungs, wir wissen, dass ich Konflikt suche. Bitte komm mal runter. Ey, sag mal deiner. Ey, sag mal deiner Frau, sie einfach mal ein bisschen respektvoll sein. Mach dir alles gut. Ey, chill mal, Bruder. Chill mal, Black Panther. Chill mal. Ey, Jungs, wir gehen die Munition gemeinsam einlagern und fahren von da auf Reapers. Was geht? Was kann ich für euch tun, Jungs? Also können wir zurückkommen? Was geht? Wir sind wegen. Hier, Black Panthers hier. Ja. Ich bin hier. Ja, steig einfach alle in den Autos. 60-40 eine Woche haben wir jetzt, bis das gehört. Wir machen. Machen wir. Fangen wir wieder an mit? Aber wir wollen in der ersten Woche mindestens 10.000 haben. Ja, also, steig einfach alle in die Autos. Was, 10.000 Hülsen oder Patronen? Ja, Hülsen. Okay. Arbeiter und Hersteller ist tabu. Ja. Also nur Hülsen. Nochmal bitte? Mhm. Nur Hülsen? Nur Hülsen. Ja. Wenn ihr es gut macht, könnt ihr auch auf den Hersteller, aber erstmal nur Hülsen. Okay, wenn ihr diesen Deal nicht wollt, dann steigen die Autos und verpisst euch hier. Das ist die einzige Chance, die ich euch gebe. Oder werden die doch angenommen? Ja, easy. Dann let's go, Jungs. Ich erwarte tägliche Lieferungen, ja? Wenn ihr gut arbeitet, zahlen wir auch noch Geld obendrauf. Dann let's go, ja? Steigt ihr da? Easy. Ciao, ciao. Weißt du, hey, kommt rein, hallo, hey. Organisation, oder wie ihr seid. Kommt rein, Leute. Oder wie redest du mit denen? Komm rein, Leute. Easy, Jungs, lass mal. Hat jemand zufällig eine Weste? Komm rein, Heide, komm rein. Ey, Mafia. Wo bist du? Ja. Wie viel Muni hast du gekauft insgesamt? Ich hab gar nichts gekauft, Bruder. Ich hab gesagt, dass wir 200 gekauft haben, aber nicht bezahlt. Hey, was geht ab, Jungs? Bist du jemand von der Liederschaft da? Bruder, warum sind mit Eier und so, Jungs? Lass doch diese Filme. Ist jemand von der Liederschaft da? Alle hoch. Ich werde dir gerade. Geht nicht hoch, Jungs. Geht nicht hoch. Geht in die Autos, macht deinen geilen Base-Rate. Macht deinen geilen Base-Rate, Jungs. Geht raus aus den Anwesen und pusht die dann rein. Geht nicht hoch. Wir schießen auf
schießen? Aber mit MK2 bist du von dir geschafft? Ich bin der Zwölfer. Ah, was geht ab, was wird? Jo, bei dir? Du hast die... Du hast die Muni-Route, ne? Jo, hab ich. Ja, ich will die haben. Du willst die haben. Hey. Und deshalb vertan sich dann die Jungs in meinem Anwesen? Ja, weil ich davon ausgehe, dass du sie nicht einfach so abgeben willst. Aber ohne nix bekommst du nichts, ne? Ja. Ich biete dir 25.000 und einen Muni-Routen-Deal drauf. Hölle, was für 25.000? Ja, ja, Bruder, versuch gar nicht diese Filme. Bleib mal ganz genau da, wenn wir hier reden. Versuch gar nicht wegzulaufen. Mach deine Waffe weg. Schau mal, was machen wir jetzt? 25.000 und du kriegst einen Muni-Routen-Deal. Das ist viel zu wenig. Wie viel willst du für die Route haben? Bruder, da muss schon was gut springen, ja? 25.000. So ein Muni-Routen-Deal ist viel, viel zu wenig. Was ist denn der hier? Das ist mein Leadership, ja. Einfach für hier stehen. Okay. Ey, Abdul, was? Abdul. Guck mal, Young Reckless will Muni-Route fordern. Was willst du? Wie viel? Was, sag mal einen Preis. Der möchte 25.000 nach meiner Augen. Ja, 25.000. Bruder, 25.000 macht er seinen Einsatz für die Route. Warte, ich. Ich sagte, du bist jetzt 500.000, muss schon ein Pot sein, ja? Minimum. Ah, so viel. Ja, was machen wir denn? Schau mal, ich kann die Muni-Route einfach besetzen und einfach alle wegschicken und sagen, hey, wisst euch alle von da, oder du gibst ihm einfach... Was macht der jetzt hier? Oder ist hier Tag der offenen Tür? Ist bei dir Tag der offenen Tür? Sieht mein Anwesen aus, als wäre es irgendein Loch? Es ist Gesetz des Stärkeren. Ich mach okay. 25.000, du kriegst jede Woche von mir 15.000 zusätzlich obendrauf, bis wir auf 250.000 kommen. Das heißt, du kriegst für die Route insgesamt 250.000. Nee. Was machen wir jetzt? Wir haben gesagt 500.000, dann kann man darüber reden. Und, was sagst du? Ja, was ist los? Nee. Ja, was machen wir jetzt? Weil Rappler tot das Auto, Digga. Dann besetz die Route von mir aus. Mach was du willst. Aber du wirst damit nicht durchkommen. Ich werde damit nicht durchkommen. Dann knall ich dich. Ja, bis du mir die Route freiwillig gibst. Diese Route werde ich dir auf jeden Fall nicht freiwillig geben. Also soll ich dich umschießen, bis du sagst. Oder? Wer sagt denn was von umschießen? Ja, also. Dann lass uns doch einfach eine Lösung finden. Ich gebe dir 25.000 und 15.000 wöchentlich. 500.000. Nochmal bitte? Mindestens 500.000. Ich biete dir 50.000. Immer noch zu wenig. Pack 450.000 drauf und man kann dann reden. Wie viel soll ich draufpacken? 450.000 noch dazu legen. Und dann kann man reden. Über einen. Oder wir machen einen Kriegsvertrag. Da ist er. Ich glaube, die Mafia ist nicht ansprechbar. Egal, wir warten. Nicht immer kurz trinken holen, ne? Wir haben nicht nur Lage, Ennis. Oder mit dem Typen kann man nicht reden, ja, keine Ahnung. Warte, Chip, beruhig dich. Vielleicht macht er gerade was. Ich hab nur nachgedacht. Hallo? Also, ja, was machen wir jetzt? Ja, wie gesagt. Mein Vorschlag gesagt. Also, willst du einen Kriegsvertrag machen? Ist egal. Ja, dann machen wir einen Kriegsvertrag. Passt. Ja, wann? Jetzt.
Heute kein Interesse. Dann knall ich dich. Dann gehört die Route ab jetzt mir. Ist mir scheißegal. Wenn du die Route ab jetzt nicht verteidigen kannst, bist du der Route nicht würdig. Ganz einfach. Ich also glaub, jetzt, du verstehst ab, jetzt willst du dann die Route besetzen? Oder ja. Dann soll das so sein. Okay, so. Warte. Dann kannst du die Route jetzt besetzen gehen. Hatte. Hey Jungs, geht mal alle auf die Muni-Route und knallt da alle weg, die dort sind. Dann holen wir die hoch und ziehen wir die ab. Geht alle auf die Muni-Route, alle auf die Muni-Route. Orlando, bist du irgendwie eingeschränkt? Was ist denn? Dann viel Spaß euch, ja? Pass auf euch. Hatte auch rein. Au, ciao. Ey Jungs, hört mir zu, geil, Alter. Oh, lalle. Okay, warum Routenschutz, Achmed Mermi? Ich kenne die Regeln nicht. Wir fahren zusammen, funk auch durch, wir fahren zusammen. Wir fahren zusammen. Alle Autos. Warum Routenschutz? Ich komme. Dann lass den gegenüber frei, oder was machst du? Sollen wir einsteigen? Nein, ja, komm her. Ja, warte, komm rein. Steig da rein. Er hat die Route doch schon voll lange. Und er hat die nur bekommen, was? Er hat doch die Route nur gehabt, weil du weg bist. Mach mal den Licht aus. Ich hab selber keine Lichter, aber was ist das für ein Auto? Alle bereit, wo ist die Route? Ja, die ist Sandy Motel. Sandy. Ja, komm mit. Tyler. Fahrt da rechts hoch. Geh schon mal dahin, Tyler. Ja, okay. Wir helfen dir. Fahrt da straight hoch. Fahr da pass auf. Jungs, hör zu. Falls ihr im Radius von einem Kilometer lilane Autos seht, die der Farbe von Black Panther ähneln, dann dürft ihr auf die knallen. Warum dürfen wir auf die knallen? Was machen wir denn? Weil wir die Route beansprucht haben. Ich verstehe das nicht. Weil wir die Route beansprucht haben. Dieses Auto, Digga. Fahrt ihr links runter? Rückt alle nach, rückt alle nach. Rückt aus. Rückt alle nach. Da, gib. Ja, da. Crazy. Ist runtergefallen. Digga, einer hat seinen Kopf. Ja, da laufen schon Leute rum. Also da verteilen sich Leute. Komm mit. Schnell. Komm mit, langsam, hier rechts, jetzt hier rechts durch. Wir müssen aussteigen, das ist kein Drive-By-Ding, ne? Ja, gib, ich schicke am besten zweite Autos nach rechts und zur Jungs, hier ist keiner. Boah, oder was? Ja, hier ist alles schön. Ja, Bruder, ich glaub, wir kommen da. Ich hab vergessen. Da kommst du. Da wollen wir jetzt hier die ganze Zeit chillen, oder was? Weil wir die anspucken. Ja, dann sammeln wir, glaube ich, mal eine Runde, ne? Ja. Genau, sammelt! Ehrlich! Schlauer Kraft! Hast du gezogen, Heli? Warte, ja. Heli, warte! Warte! Oder von hier hätten wir die Arsch halten können, aber ja. Ja, Fatih, links. Heli, wir kommen hier hoch. Ja, Bro, ich merk grad, wie tot, Digga. Wenn wir keine Konflikte gegen Black Panther haben können, Bruder. Ja, stopp, du ruhst zusammen, jetzt war! Wie tot der Server ist, Bro! Heli, Arafat, lass deine Leute raus, dass er alles mit haben. Ja, ey, Masse muss nicht kurz wissen, ja? Ja, nein. Er ruft doch alle Teams, die fahren sollen, ne, von uns? Ja, Heli, nein, wir müssen uns kurz rausstellen, glaube ich. Das ist so ein Prozedere. Ja, und Heli, geh in die Luft bitte und über deren Anwesen, wenn hier keiner ist. Arafat, lass deinen Gunner raus oben. Oder die machen auch nur Gunner immer. Das ist sowieso schon das Stunt, oder kann nichts. Stopp.
Boah, da ist ja, was sind das für tote Familien? Der sagt, geh die Muni-Route besetzen. Schau mal, wenn wir die Route so beanspruchen wollen, müssen wir 3 Tage lang auf der Route hocken. Also 3 Tage lang müssen wir die beanspruchen. Bruder, wo ist denn dieser fickte Sammler hier? Müssen wir nicht irgendwie Krieg oder so machen? Oder nein, wir können doch einfach 3 Tage lang, müssen wir die Dominanz kriegen. Abstände von morgens, mittags und abends hier Bilder reinschicken und dann ist unsere Route. Weil wir so dominant sind. Also wenn das wirklich so das RP ist, um die zu bewirtschaften, Bruder, ist ja wirklich... Ja, okay, dann gehen wir mal jeder in der Hand sammeln, Bruder, hauen da ab und machen das 3 Tage lang. Fertig. Dann haben wir genug Muni, Bruder. Wir müssen das morgens, mittags und abends reinschicken. Also, mach mal einen Rotschlag-Channel, ne? Bruder. Wenn wir das 3 Tage machen, haben wir genug Muni. Bruder, was ist das für eine tote Sache, ja. Bruder, warum kämpfen die nicht einfach wie normale Menschen? Wollen ich verstehe das auch nicht. Sir Franklin. Die machen so ganz komisch, Bruder. Was haben die gesagt? Kriegsvertrag. 3 Fights. Ja, sie sagen Kriegsvertrag, also heute kein Interesse. Bruder, wie kannst du kein Interesse an den Kriegsvertrag heute haben, wenn du die Route verteidigen möchtest? Danke, dass ihr das Video bis hierhin geguckt habt. Ich bin jeden Tag auf Twitch live. Folgt mir auf Instagram, um nicht zu verpassen, wenn ich live bin oder wenn ein neues Video online kommt. Wenn ihr Ideen habt, was ich noch drehen kann, lasst einen Kommi da und lasst natürlich für das wunderbare Video auch ein Like da. Danke für euren Support. Ich bin raus. Du bist nur ein Pisser, der Rap. Bruder, ich fick dich mit Daddys. Ich denke nur an mein Geschäft. Ja.